Und moin moin und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Haben wir hier ein Auto? Wir haben hier einen Turm. Hier wird bestimmt irgendwas anderes sein. Eine Seilrutsche nach da unten. Zum Beispiel. Nehmen wir die doch mal. Ja. Okay, vielleicht geht die auch nicht bis ganz nach unten. Ich gehe nach hier hinten. Hier ist jetzt einfach zu Fuß. Warte kurz, wenn man das geschickt macht, könnte man hier nicht den Wingsuit öffnen, doch, oder? Ich bin schon lange im Wingsuit, ne? Wingsuit, ich hasse den, ne? Ey, der geht halt nicht auf. Kannst du knicken. Das kannst du echt knicken. Laufe ich jetzt hier zu Fuß, so. Bin da mal vorgeflogen, ne? Mhm. Mit meinem Wingsuit. Mein Wingsuit. Ich kann den halt nicht benutzen, ne? Hast du mit dem Stein auf mich geschossen? Hä? Was? Ich schieße mit Steinen auf die Rehe hier hinten. Ich hab's nur gehört, so Plitsch. Plitsch. Achso, das sind nette Menschen. Hm. Kilteroy von Gardenview. Haben die wenigstens in einem Auto stehen? Ja, haben sie. Nice, nice. Ein Hund, den kann man streicheln. Und hier ist noch ein Brief. Ist sonst noch irgendwas? Glaube nicht. Nehmen wir das Auto. Hier ist ein Quadbike. Achso, oder wir nehmen das Auto. Oh, das ist zwei. Warte! Okay, kann losgehen. So. Jetzt wollen wir zu dem Prepper-Versteck, oder? Weil wir müssen hier, da, das. Links ist auch noch ein Sektenaußenposten, 400 Meter entfernt. Da, warte kurz, was sind hier, liegt hier für Affen rum? Pumas. Pumas also. Unsere altbekannten Freunde, die Pumas. Drück mal Z, Malte. So, nutze die Seilrutsche. Die Seilrutsche, okay. Da ist ein Silo. Und eine Kuh, hallo. Strickland-Notiz. Beim Turm ist alles eingerichtet. Man braucht lange nach oben, aber runter ist eine sehr kurze Fahrt. Wenn die Kacke am Dampfen ist, flitzt mir einfach an dir vorbei. Wo bist du? So, jetzt müssen wir da irgendwie hoch. Pass auf mich auf, ich geh rein. Wir rollen los. Auf geht's. Ich. Du? Er, sie, es? Wir, ihr, sie? Ja. Aha. Okay. Ach, du rennst auch schon den Berg hoch, ja? Wir hätten echt von diesem scheiß Wachturm, glaube ich, aus diesem. Alter, ist das ätzend. Echt von da oben. Nee, oder? Keine Ahnung, Mann. Ach, Quatsch. Da geht ja die ganze Seilrutsche gerade den Berg wieder hoch. Ey. Nee. Ist halt echt von da ganz oben wieder. Ah. Hier muss man geschickt sein und die Seilrutsche verlassen und direkt die nächste nehmen. Ja, das ist halt echt von ganz oben. Wo ich mir dachte, nee, die Seilrutsche brauchen wir jetzt nicht benutzen. Alter Schwede. Was um mein Leben. Das ist ja echt der Turm, wo wir gerade. Ja, das ist halt echt der Turm. Ach ja. Ey. Hä? Siehst du, ich bin einfach runtergefallen von der Seilrutsche. Warum? Hä? Bei mir geht's. What the fuck? Du kannst mit S und W die Geschwindigkeit ein bisschen regulieren.
Ja. Aua. Hey, ich bin runtergefallen. Ich auch. Oh, wie gut. Wieso fällt der halt einfach runter von der Seilrutsche? Wieso lässt er das? Wieso hält er sich nicht fest? What the fuck ist das? Ich raff's nicht, ne? Schaden durch Stürze vermeiden. Ach so. Netter Tipp. Halt den Gleitschirm auf. Witzig. Ach oh, nee. Wo bin ich jetzt? Hier oben bei dem Turm? Wir sind hier, Alter. Cancer, ne? Also das ist richtig Cancer gerade. Warum man einfach die Seilrutsche loslässt, verstehe ich halt nicht. Der benutzt automatisch Schläger und muss man noch. Nein! Ey, du darfst, glaube ich. Du darfst nichts drücken. Ich sehe dich in meinem Todesbildschirm hinterher rutschen. Nee! Warum das? Was soll das? Das ist frech. Okay. Benutze also die Seilrutsche. Ja, Mensch. Gut, dass wir diesen Turm. Was ist das eigentlich für ein Turm? Den habe ich noch nie gesehen. Gerade wie wild an dir vorbeigerutscht. Oh! Was ist los? Ich drück jetzt nichts. Ich drück jetzt einfach nichts. Nicht fall runter. Ne? Manchmal denken bei diesen Sprüngen, dass man sie nicht schafft. Hep. Du bist bei mir da unten. Ich bin auch schon da unten. Wieso bist du denn da unten? Weil ich von der Seilrutsche gefallen bin. Das tut mir halt echt leid. Kann ich da irgendwie die Tür für dich aufmachen da unten oder so? Ich glaube nicht. Glaube auch nicht. Du kommst ja gar nicht an die Vorteilspunkte ran, das ist ja echt ärgerlich. Warte kurz, ich probiere, ob ich hier das aufmachen kann. Oder weiter, warte, warte, bleib da oben, bleib da oben. Ich hab eine Idee. Du bringst dich um? Ja. Ist nicht so gut geklappt, oder? Gut, dann bleibe ich hier oben. Mhm. 15 Sekunden bin ich bei dir. Nicht ah, das sind 15 ja. Sekunden? La la la. La 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 la. Da ist er. Na, hast du alles? Ich hab alles. 3 Vorteilspunkte erhalten. Klasse. So. Klatschnixen oder ich würde Sekten Außenposten oder dann Klatschnixen machen. Genau, würde ich auch sagen. Gut. Hier ist ein Auto. Wie gesagt, hier ist ein Auto. Ja. Du hast mich schon ein. Das will. Oder auch nicht. Alter, dieses Auto ist so scheiße, dieses Drift-Auto wieder, ne? Ich verrück jetzt, tippe einmal kurz an, dann macht direkt einen J-Turn. Wow, Malte. GG! Ups. Wir müssen einfach voller roter Flecken. Warte, wir laufen jetzt weiter? Ja, ist ja nicht mehr so weit, 200 Meter. Hab mich gerade ins Auto gesetzt. Und sehe nur, wie du weiterläufst. Es tut mir leid. Das ist der Klatschnixen. Upperhead Bongolander. So.
Dann stisseln wir mal rum und gucken mal, wo so Gegner sind, ey. Hier gerade niemanden, ne? Ja. Da ist einer gewesen. Siehst du, bist du da gerade einfach hochgeklettert? Ja. Siehst du irgendwo Alarme? Ja. Da ist einer. Ach, da ist ein Gegner. Hab den gar nicht gesehen in der Sonne. Da ist ein anderer Alarm. Ich sehe ihn, kann nur nicht markieren. Da, da. Dann kurz den einen Alarm kann ich gleich ausschalten. Ja, den an den einen den kann ich gleich ausschalten. Ein Alarm ist kaputt. Dann ist es wieder Stress hier. Mhm. Aber noch sind wir nicht entdeckt worden. Die suchen gerade nur. Den anderen kann ich gleich ausschalten, glaube ich. Alarm aus? Mhm. Lass ein Tier frei. Ich weiß nicht, ob das mit dem Tier dann als unentdeckt zählt. Okay, das Tier bewegt sich eh kein Stück. Meiner? Ja. Das ist hier über diese Gerüste. Warte. Alter, wo läuft der hin? Ah, geht doch. Befreit, unentdeckt. Unentdeckt. Sehr schön. Hier auch nochmal so ein Land-Befreit-Bonus, ne? Weil wir John getötet haben schon. Ja. Da hinten gibt's Waffen. Gute Arbeit, Deputy. Eden Skate hat den Stahl der Schienen zur Verstärkung der Bunker eingesetzt. Gar keine so schlechte Idee, oder? Vielleicht sollten wir uns das ansehen. Danke nochmal, Deputy. Mit dem Bahngelände sind wir einen Schritt näher dran, unsere Heimat von dieser Sekte zu befreien. Mhm. Klasse. Heute verkaufen, wow, eine Sache. Waffen. 6,4k, ich habe irgendwie echt keine Kohle. So. Klatsch nixen, würde ich sagen, oder? Jo. Warte, ich bin doch hier gerade ein bisschen am Waffen hübsch machen. Und hübsch machen. Hübsch machen. So, kann losgehen. Das ist gut. Das ist gut. Dann bewegen wir uns mal dahin. Sind so sinnlos, dass diese Rehe einfach auch Schüsse von der AKM aushalten, einen, wenn er in den Kopf geht. Ich weiß nicht, ob es in Far Cry 4 oder 5 auch diesen Boni gab, dass wenn du die mit dem Bogen tötest, dass du dann mehr Felle bekommst. Oh, ich glaube schon, das war heiles Fell. Gab es auf jeden Fall keinen Plan. Quatschnixen. Ich habe da die Jagd immer mit einer Schrotflinte angetreten. Ballern und beten. Haben wir Flugzeuge, glaube ich. Flugzeuge? Ballern und beten. Okay. Nice. Ja. Na dann. Junge, das Ding ist schnell irgendwie. Ja, das ist echt übel schnell. Vielleicht zu der einen Maschine, die wir eben gerade geflogen sind, ist das schnell, oder? Gefühlt ja, ja. Ui. Ah, da müssen wir draufschießen, ne? Hm.
Ich schieß schon alles kaputt für dich, du musst nur noch durchfliegen. Alles klar, nice. Die Musik ist eigentlich ganz geil. Ja. Das war knapp. Ich hab den, glaube ich, nicht getroffen, den Checkpoint, oder? Ja, den hier. Hui! Jetzt wollte ich auch durch den Checkpoint fliegen, weil ich dachte, du schaffst es nicht. Klatsch! Nixon! Ich glaube, wir haben auch einen. Okay, du musst jetzt mehr ran. Da ist ein Silo. Kriegst du das Silo kaputt? Ja. Mir gibt doch schon Gas und die Zeit reicht halt einfach nicht aus, fast. Alter. Ich fliege halt schon so schnell, wie es geht. Ich glaube, den letzten Checkpoint, da komme ich gar nicht hin in der Zeit, ey. Man ist halt echt close gerade. Aber wir sind jetzt wieder enger zusammen, okay. Oder ist das Ende, oder? Wenn er einen Baum trifft, ist er Geschichte. Alter Schwede. Ja, jetzt kommt nochmal eine enge Stelle. Ah ja, ja, das ist das Ende. Da ist das Ziel, ja. Leute. Bist du ein Flipping? Oh, ich guck dich auch. Du, Alter. Gut gemacht, wie? Geil. Ja, das haben wir gut gemacht. Das sollte so ablaufen. Ja, auf jeden Fall. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das muss so. Das war ein cooler Stunt. Klatsch! Nixon! So. Wollen wir Nadine Abercrombie besuchen? Wo ist Nadine? Nadine ist hier. Oh, ich sehe da gar keine. Oh! Nadine ist wohl da. Haben wir hier ein Auto? Ja, hier mal ein Auto. Hey, du. Ich muss es. Aua. Muss es beschlagnahmen? Ich bin der Arsch, der laufen muss. Ja. Eigentlich schon, ja. Ist richtig. Hat er echt gut erkannt. Dein Gefühl trügt ihn zumindest nicht. Solche Freiheitskämpfer brauchen. Was ist mit dir los? Chill mal. Ey, willst du mich gerade bedrohen? Ich bin nicht bedroht. Er hat angefangen. Drück mal Y. Oder ist das Radio schon aus? Ach, ich muss Ü drücken. Ach, meine ich doch. Y. Jo, drück mal Y. Hab ich gemacht, Patrick. Ah ja. Hey, Patrick. Herrlich. Kennst du noch nicht das Y mit zwei Ü, mit zwei Punkten drüber? Mit zwei Punkten. Judentag! Nadine, ach du Scheiße. So, Nadine. Schieß mal los. Du kannst mir bestimmt helfen. Hallo. Mein Name ist Nadine und ich Hallo. Hoffe, du kannst mir helfen. Nadine, du kannst mir bestimmt helfen. Ach so, Nadine. Kann es sein, dass du retarded bist? Du siehst aus, als könntest du mir helfen. Ich bin Nadine, kannst du mir helfen? Oh Mann, herrlich. Oh Gott, ey. Ich bin noch nicht durch. Hä? Jetzt hab ich hier auch nicht durchkommen. Naja, egal, dann muss ich wieder hier außerhalb fahren.
Moment, bitte haben Sie noch etwas Geduld. Vielleicht kann Nadine uns ja helfen. Wir sehen auch so aus, als könnten wir ihr helfen. Hallo, ich bin Nadine, kannst du mir helfen? Du siehst aus, als könntest du mir helfen. Ich bin Nadine, könntest du mir helfen? Oh. Alles? Warte, Auto, warte. Ich bin von hier runtergefallen. Festgefahren. Ja, irgendwie. Komm, gib alles. Ich zeig dir, wie man den da rausfährt. Ja, okay, mach mal. Guck dir zu. Keine Bange. Immer bei dir. Du machst das gut, Patrick. Probier's nochmal. Verdammt. Nein! Jetzt rutsch ich runter! Das sieht da. Ach du Scheiße, Mann. Scheiß auf die Karre. Die rutscht zu viel. Ja, das ist richtig. So. Au, mich hat eine Schlange gebissen. Eine Schlange? Ja. Oh, ich habe noch nie eine Schlange in dem Spiel gesehen. Oh, da ist ein Alarm. Da war ein Alarm. Wo ich auch gerade abschießen. Weil ich muss gucken, wo der zweite Alarm ist. Oben auf dem Turm. Nee, den habe ich schon. Ach so. Da hinten nicht sehen, oder? Da, doch, da. Was, wir brauchen eine neue Tasche für all diese Dinge. Was denn jetzt passiert? Jetzt machen sie hier Alarm. Auch sind wir unentdeckt. Irgendwo ein Sniper. Da. Der hat einen Nate zu dir hochgeworfen. Was? Nein! Da hat irgendwas zu dir hochgeworfen. Aber die haben mich noch nicht entdeckt, ne? Ich auch nicht. Kommen sie gerade zu mir, glaube ich. Ja, der ist tot. Diese Musik geht mir ganz schön auf den Sack. Ja. Da unten ist noch einer. Ja, dann die ganze Hitze. Juhu! Cool, kommt angedriftet. Und fährt gegen die Wand. Sagt schon. Grüner Busch. Grüner Busch. So. Da ist direkt eine Mission hier für den Außenposten. Die machen wir mal. Kann schon sein, dass sich der Aufwand für diese, ja, Bruchbude nicht gerade gelohnt hat. Wow. Mit dem Dynatonseite Sprengstoff hergestellt. Vielleicht können wir den ab jetzt für unsere Zwecke nutzen. Gar nicht so lange. Vielen Dank. Für die Mühe der Beauty. Nicht ein Verrückter. Aber vielleicht genau das, was uns gefehlt hat. Ein Killer-Elf. Lüftest deine Klamotten mal kurz durch. Hat er gerade gesagt, wir stinken? Wir haben hier ein Problem mit einem Monster-Elf. Eden's Gate hat ihm irgendwas mit Drogen angetan. Jetzt dreht das Tier völlig durch. Wir haben ihn in die Ausläufer des Tals verfolgt. Wir haben einen Trupp losgeschickt, um ihn auszuschalten. Aber der ist verschollen. Er muss erledigt werden, bevor er wieder durchdreht. Aber du musst auf der Hut sein. Das ist ein Ungeheuer. Der Judge. Ich. Ganz oben? Ja, ganz oben. Hier kannst du mit Kletterhaken hoch. Ich hätte nie gedacht, dass du im Kampf so hilfreich bist. Danke. Da, ja. Nie gedacht, dass du im Kampf so hilfreich bist. Danke sehr. Dummes Stück. Wo ist der Safe jetzt? Ganz oben auf dem Turm. Natürlich stellt man da einen Safe hin. Natürlich. Würde ich auch immer so machen. Ergibt fast Sinn.
So, finde den Judge, ich. Patrick wäre unsere Mission. Oh, cool. Komm mal zu mir. Wo ist denn jetzt der Safe hier? Ich sehe ja keinen Safe. Ach, doch, hier doch. Oh, nice. Ich will nicht die Leiter. Oh, Alter. Hoch. So, wo bist du denn? Hier hinten. Das hängt ja cool, so ein oder? Bisschen fest. Wir müssen den Turm einreißen. Zieh, Junge! Zieh! Oh, was mach ich denn da? Was passiert denn da gerade? Er sieht so scheiße aus. Was machst du da, Junge? Ich zieh einfach mal weiter. Vielleicht passiert dir was. Und drück gleich C. Zieh, Junge, zieh! Gleich fällt er. Passiert nichts, oder? Natürlich passiert ja nichts. Du backst da einfach übelst rum. Oh. Okay. Das hat nicht funktioniert. So, wo der Judge echt ist, Alter, der ist ja übelst weit weg. Was macht denn das Auto hier? Hä? Das Auto, bei dem Auto drehen sich die Räder. Echt? Bei mir nicht, ne? Ja. Oh, wow. Jetzt ist das Auto... Was? Okay, hier steht auch ein Heli, den können wir auch benutzen, um da hinzureisen, würde ich sagen. Zu dem Judge-Elch, weil das echt weit okay. weg ist. Hoffe ich nicht, wieso die jetzt so eine Mission... Der Judge-Elch, der ist ganz hinten. Das ist ja schön für dich. Ist der Heli nicht schneller, wenn man ihn nach vorne neigt, ne? Nein. Weil er wird auch langsamer, wenn man dann steigen drückt. Das darfst du echt nicht machen. Oder? Ich weiß nicht, wie schnell, wie wir schneller sind. Also. Aber es sieht hier echt schön aus, das Gebiet. Gefällt mir echt gut. Hat was, hat was. Hat was, hat was. Ja. Da unten ist ein Jägerturm. Ja. Kann sein. Was ist unten für ein riesen Fisch, ey? Oder ist ein Boot? Oh, das ist ein Jetski. Ein großer Fisch. So, wir gehen jetzt auf Elchjagd mit Hilfe eines Rotorblatts. Nice. So jagt man Elche. Da sind mehrere Elche, oder? Seht das falsch? Nein, siehst das richtig. Aber sind die am Leben? Oh ja, ja, die sind am Leben. Da sollten wir jetzt voll durchschreddern. Machen wir Gehacktes draus. Den Judge, ey, finde. Töte den Judge. Das sind mehrere Judge, ey. Oh, Bliss! Ach so! Oh. Schieß mal auf die anderen. Wollt er weg? Ich glaub, der ist es. Der da wegläuft? Die laufen alle weg. Ich probier's mal. Junge, was ist denn hier los? Blitz-Action. Wo ist er hin? Also, hast du irgendwie markiert? Ich habe was markiert, aber das müsste von dem Dings kommen, von dem Zeug, was ich gerade eingenommen habe. Dass man, dass Tiere markiert werden. Ah, da hinten. Ist das ein richtiger Echo oder ist das ein Judge-Echo? Der da also. Ja, der ist es. Jo. Lass nicht schießen. Steigen wir mal aus. Der läuft halt weg, er ist voll nicht gefährlich. Du sollst ihn nicht in die Luft jagen. Doch. Ach, der hat eine Lebensanzeige sogar. Total. Er hatte eine Lebensanzeige. Guck dir mal die Augen an. Der ist halt. Oh, lol. Lol, das ist ja übelst. Übelste Sorte. Guten Tag. Der sieht nicht so friendly aus. Nicht ganz so friendly. Sollen wir zu mir jetzt hin? Da können wir schneller sehen. Zu mir oder zu dir? Wow. Zu mir. Aber ich war's auch wieder für diese Folge. In der nächsten Folge helfen wir mir. Bis dann. Tschüss. Ach mir.
Du bist so ein Dulli, ne? Du bist so ein Dulli, dass du das jetzt nicht gerafft hast. Alter Schwede.